Hallo, ich heiße Eva Maria Günther und bin die Kuratorin dieser wunderschönen Ausstellung zeitgenössischer Glaskunst mit dem Titel Chromatik. Wir vereinen hier wunderbare Objekte in farbigem Glas, die alle beheimatet sind am Museum für zeitgenössische Kunst und Design, dem MÜDAG in Lausanne. Es sind Objekte aus der Sammlung Peter und Traudel Engelhorn, die wieder einmal den Weg nach Mannheim gefunden haben. Die Ausstellung konzentriert sich hier auf das Thema Farbe und ist in einem ganz speziellen Schema angeordnet, dem Farbkreis des Kunsttheoretikers und Bauhausschülers Johannes Itten folgend. Das heißt, ausgehend von den Grundfarben Rot, Blau und Gelb werden die einzelnen Gläser einem Farbkreisschema entsprechend angeordnet mit den jeweiligen Zwischentönen. Wir haben Künstler aus der ganzen Welt, die hier vertreten sind mit ihren Werken von Japan oder eben auch aus den USA bzw. den Hochburgen der Glasverarbeitung, etwa der Tschechei oder der Slowakei. Die Künstler selbst sind sehr vielfältig und sehr vielseitig in ihrer Verarbeitung von Glas, sodass sich das gesamte Spektrum des Möglichen hier vereint, sowohl im gestalterischen als auch in Form der Techniken.